Die internationalen Los Vojos werden diese Woche stattfinden, und zwar die der Zentralbanken. Denn nicht nur zum Beispiel Bank of Japan, die Bank of England, aber auch die EZB und nicht zuletzt die US-amerikanische Fed werden ihre Zinsentscheide bekannt geben. Insgesamt über 50 Nationen und Zentralbanken werden ihre Geldpolitik auf Kurs bringen. Und deswegen ist das die Woche der Geldpolitik schlechthin. Und natürlich schaut alles auf die USA und auf die Fed. Ich habe das am Sonntag ausführlich mit euch besprochen, was die möglichen Zinsanhebungen und die Reaktionen des Marktes für das Jahr 2022 sind. Jetzt ganz kurz nur noch, was sind die Entscheidungen, die die Fed treffen könnte, dass das Tapern mit einer doppelten Geschwindigkeit kommen wird, ist hinlänglich bekannt, und deswegen wird es eher darauf ankommen, welche Töne Herr Powell anschlagen wird. Ich persönlich bin zurückhaltend zu sagen, ja, die falkenhaften Aussagen, die er vor zwei Wochen vor dem Senat getroffen hat, wo dann relativ deutlich gesagt hat, der Wirtschaft geht's gut und wir haben keine Probleme mit der Nachfrage und das Problem ist die Inflation und das Wort transitory gestrichen hat und relativ viel so Gas gegeben hat. Ich glaube persönlich eher nicht, dass er nochmal einen drauflegen wird und dann noch anfangen wird, darüber nachzudenken, dass man ja womöglich auch noch die Zinsen anheben müsste, sondern ich glaube, ihm war es damals wichtig, den Investoren klar zu machen, Tapern wird in doppelter Geschwindigkeit ablaufen, und dann wird er sich die Optionen offen lassen. Und deswegen, falls er noch falkenhafter werden sollte oder nochmal eine falkenhafte Karte auflegen sollte, dann kann es sein, dass die spekulativen Werte deutlich unter Druck geraten. Ansonsten kann das in die andere Richtung verlaufen. Und deswegen wollen wir auch sehr gerne miteinander darüber sprechen, was könnte mit Bitcoin passieren in dieser Ausgabe, was mit Ethereum. Aus China gibt es neue interessante Nachrichten, was die Geldpolitik angeht und die Ausrichtung. Dazu sprechen wir über Ford, was zackatumhafte 10% gemacht hat, und natürlich über AMC, neueste Nachrichten zu Omikron, und beginnen wollen wir aber, wenn wir denn schon mit den Los Vojos der Zentralbanken sind, mit der türkischen Lira. Und ich habe noch einen für euch, der MJ ist diesmal mit dabei. MJ, schön, dass du dabei bist, herzlich willkommen. Ja, freue mich sehr, vielen Dank. So, MJ, die türkische Lira heute in der Spitze nochmal 6% draufgepackt. Wenn ich mir den Chart angucke, Ursula, türkische Lira, sieht so ein bisschen aus wie der Bitcoin-Chart. Vielleicht sollte man das eher wechseln. Was ist der Hintergrund? Ja, der Hintergrund ist, dass die Ratingagentur Standard & Poor's sich zur Kreditwürdigkeit des Landes geäußert hat und hat die Kreditwürdigkeit mit dem Label B+ bestätigt. B+ ist die erste von drei Stufen im sogenannten hochspekulativen Segment. Danach kommt noch substanzielles Risiko und dann der Kreditausfall oder die Zahlungsunwürdigkeit. Und der Ausblick, den Standard & Poor's gegeben hat, ist auf negativ herabgestuft worden. Zuvor hieß es stabil, jetzt heißt es negativ, und das ist im Prinzip die nächste Eskalationsstufe in Bezug auf die türkische Geldpolitik. Erst im November wurde ja der Notenbankchef aus dem Amt getrieben und von Herrn Erdogan gefeuert. Und jetzt ist es praktisch die nächste Stufe, die da noch was draufsetzt praktisch. Also nochmal 3% allein, seitdem der Notenbankchef im Anfang November des Amtes enthoben wurde, ist die türkische Lira schon deutlich abgewertet gegenüber dem US-Dollar. Der US-Dollar hat in dem Vergleich um 50% alleine seit 4 Wochen an Kurs dazu gewonnen. Jetzt muss man sagen, wie viele Notenbankchefs gab es in den letzten 3 Jahren in der Türkei? In den letzten 2,5 Jahren tritt jetzt der 4. Notenbankchef sein Amt an. Das heißt, Herr Erdogan könnte eigentlich auch Sportchef oder Präsident beim HSV werden. Da muss man sagen, da ist die Haltbarkeitsquote der Trainer vergleichbar. Muss man aber auch sagen, entsprechen sieht der Chart aus, denn seit der Entlassung des Zentralbankchefs hat ja, wie du schon gesagt hast, hat der Kurs in der Spitze vom US-Dollar 50% dazu gewonnen. Also, auch wenn man davon ausgeht, dass am Freitag die türkische Zentralbank nochmal den Leitzins um 1 Prozentpunkt senken möchte, allen Ernstes, weil der neue Zentralbankchef sagt, dass Zinsanhebungen nur für Reiche gut sind und für Arme gefährlich sind, muss man sagen, bei der Inflation, was es in der Türkei gibt, ist Inflation gerade für arme Menschen besonders gefährlich.
obwohl man davon ausgeht, dass die Zinsen nochmal angehoben werden. Dieser hochspekulative Verlauf, da kann ich eigentlich nur sagen, no touch, das kann in die eine oder andere Richtung schießen. Nur aus der Ferne angucken und lieber nicht anfassen. Wenn wir über Zentralbanken und Geldpolitik sprechen, es ist ja so, dass Investoren schon seit geraumer Zeit mit dem Finger auf den Monat Dezember zeigen und die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft für das Jahr 2022. Denn es sind die Tagungen der Zentralistischen Partei und es ist auch noch eine Konferenz bezüglich des Wirtschaftsausblicks und es ist hinlänglich bekannt, dass bei diesen Treffen der Kurs bestimmt wird, was die zentralistische Regierung für das Jahr 2022 plant. Und wir haben ja im ersten Quartal 2022 ein Wachstum gesehen gegenüber dem Vorjahreszeitraum von mehr als 15%. Und dieses Wachstum verlangsamt sich ja, sodass man jetzt im vierten Quartal sogar davon ausgeht, dass Wachstum gegenüber dem Vorjahr weniger als 4% sein wird. Zuletzt hatte sich die, ich weiß nicht, wer es war, ich glaube die Chefin der Weltbank, will jetzt nichts Falsches sagen, es kann auch die Handelsorganisation gewesen sein, sich auch besorgt geäußert gehabt für die Weltwirtschaft aufgrund der Verlangsamung des Wachstums der chinesischen Wirtschaft. Jetzt hat die zentralistische Regierung bekannt gegeben, dass es ihr Ziel sei, das Wachstum stabil zu halten in einem Umfeld, in dem man eine Verlangsamung des Wachstums sieht und auch Risiken seitens des Häusermarktes, sodass sie jetzt Wirtschaftsexperten davon ausgehen, dass die chinesische zentralistische Bank, also People's Bank of China, wahrscheinlich im Jahr 2022 relativ früh auch mit einem Wirtschaftsstimulus beginnen könnte. Und dann muss man dazu sagen, das kann dann schon wieder interessant sein für Aktien insgesamt, wenn die zweitgrößte Weltwirtschaft dann erneut anfängt, geldpolitisch die Wirtschaft zu unterstützen. Es wird im Moment darüber diskutiert, was gemacht werden könnte. Das würde ich allerdings nicht unterschätzen, falls China sich dafür entscheidet, dann wieder in eine expansivere Geldpolitik zu gehen. MJ, die hatten doch jetzt zuletzt, hatte doch die Zentralbank schon eine kleinere politische Maßnahme. Da hatten sie das Geld, was die Banken zurücklegen müssen, reduziert. Genau, zum zweiten Mal in diesem Jahr ist es den Banken erlaubt worden, weniger Reserven zurückzulegen für die Vergabe von Krediten. Okay, und das zeigt schon, in welche Richtung China gehen wird. Das würde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn es darum geht, was die Wirtschaft im Jahr 2022 macht. Insbesondere, wenn das Wachstum in China stark bleibt, dann ist natürlich auch die Nachfrage in China stark. Und in dem Augenblick, in dem die Nachfrage in China stark bleibt, ist es natürlich so, dass der Absatzmarkt China nach wie vor sehr interessant bleibt, weil dann die Ausgaben der Konsumenten in China hoch bleiben. Falls ihr euch fragt, warum das denn auch für die Weltwirtschaft wichtig ist, wenn es zum Beispiel darum geht, was Automobilkonzerne an Autos in China verkaufen können, da hat ja zum Beispiel zuletzt VW Probleme gehabt. Und wenn wir schon über Autos sprechen, dann können wir auch zu Ford übergehen. Ford mit der Zakatumski-Kerze des Freitags mit plus 10%. MJ hatte die Einzelheiten. Ja, genau. Also Ford plus 10%, nachdem jetzt angekündigt wurde, dass man die Produktion des Geländewagens, der voll elektrisch ist, bis ins Jahr 2023 verdreifachen will. Allein im Jahr 2023 will man nur in den USA 200.000 dieser Autos verkaufen. Weltweit sollen es dann 600.000 sein. Und Ford hat auch angekündigt, der CEO hat gesagt, dass man mit der Nachfrage gar nicht hinterherkommt. Dazu noch die Meldung von dem Aufsichtsratsvorsitzenden, dem Chairman der Firma, der Ururenkel von Henry Ford. Er hat nämlich am Freitag bekannt gegeben, dass er für 20 Millionen Dollar Aktien von Ford dazu kauft. Und das hat natürlich dann auch dazu beigetragen, dass die Aktionäre dann positiv gestimmt waren und eben diese Bewegung zustande kam. Also es ist ja total nicht on vogue, jetzt eigene Aktien zu kaufen. Eigentlich, wenn er die eigenen Aktien verkauft, sprechen wir gleich miteinander darüber, wenn wir über AMC sprechen. Ich kann dir was sagen. Ich habe zuletzt immer wieder Aussagen gehört, die Ford-Aktie sei ja so günstig und das KGV so niedrig und man müsse doch Ford und General Motors kaufen. Ja, KGV erwartet für das Jahr 2022 ist 10, ist aber immer noch höher als von VW, oder MJ? Ja, von VW ist es noch etwas niedriger, ja.
So, und ich muss sagen, also wenn es jetzt über den Chart geht, ja, wir haben diese bullische Konsolidierung gesehen nach dem starken Anstieg. Allerdings muss man aber auch dazu sagen, ich meine, Ford macht einen Anstieg von Anfang Januar bis in Juni von 95%, macht ein Pullback und setzt dann jetzt nochmal eine Bewegung obendrauf in gerade mal 3 Monate und 27 Tagen. Also seit Anfang des Jahres hat Ford sich satte 150% eine Steigerung gesehen. Deswegen tue ich mich gerade schwer, jetzt noch additiv irgendeine Position auf der Long-Seite aufzubauen. Ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass so EV und Elektroautos sind derzeit so ein bisschen die Kryptowährungen von einem Jahr. Denn man muss nur irgendetwas mit Elektromotor sagen und schon schießt die Aktie hoch. Jetzt gerade habe ich gesehen, dass Harley-Davidson vorbörslich plus 12% ist, weil sie bekannt gegeben haben, dass sie fusionieren wollen mit einem Spec-Unternehmen, was im Bereich Elektromotorrädern aktiv ist. Und die beiden Unternehmen werden fusionieren, entsprechend Harley-Davidson stark nach oben. Aber auch General Motors hat ja eine positive Schlagzeile erzeugt. Was war dahinter der Hintergrund, MJ? Ja, bei General Motors war es so, dass das Unternehmen angekündigt hat, 3 Milliarden US-Dollar in den Bereich der elektrischen Autos zu investieren. Konkret geht es darum, dass der Heimatstandort in Michigan weiter ausgebaut werden soll. Es sollen 1500 neue Jobs entstehen. Es wird ein Hub praktisch, in dem die Elektroautos, mehrere Modelle da auch gebaut werden sollen. Und da will man auch das Statement, was man schon im Oktober gegeben hat, nämlich, dass General Motors der führende Verkäufer von Elektroautos in den USA sein will bis 2030. Damit geht man den nächsten Schritt und begibt sich da auf diesen Weg. Okay, also auch General Motors Aktie mit einem wirklich dynamischen Anstieg seit dem Corona-Tief, das war bei 14 Dollar, jetzt sind sie mittlerweile bei 65 Dollar angekommen. Unfassbarer Anstieg. Ich kann nur sagen, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah? Ich gebe zu, wir sind VW-Aktionäre. Wir haben, als ich euch noch vor kurzem gesagt habe, liebe Leute, ich sehe, dass der Gesamtmarkt in den kommenden Monaten das Potenzial hat, noch ein Pullback zu machen, aber es gibt Aktien, die durchaus schon damit fertig sind, habe ich euch auch gesagt, ich werde meinen Klienten sagen, welche Aktien ich besonders interessant finde. Und damals haben wir dann am Wochenende gesagt, also VW wäre eine Aktie, die wir interessant finden würden. Und von dem Freitag-Tief hat die VW-Aktie schon wieder 11% gemacht. Und VW auf einer sehr, sehr starken Unterstützung. Ich sage es gerne nochmal dazu. Es war nicht nur die horizontale Marke, sondern auch die 200-Wochen-Linie. Und ich sage auch nochmal dazu, ja, wir haben VW schon längere Zeit, genauso wie wir die Porsche Holding längere Zeit haben. Und deswegen hier als Risk Disclaimer mit dazu. Gut, jetzt, MJ, ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Machen wir jetzt mit Bitcoin und Ethereum weiter oder gehen wir jetzt, wenn wir schon bei verkauften Aktien sind, zu AMC? Ich glaube, das passt gut, wenn wir AMC direkt weitermachen, ja. Gut, also, dann machen wir, dann mach doch AMC. Ja, AMC, da musst du mir aber jetzt einmal behilflich sein, beziehungsweise nochmal auf die Sprünge helfen. AMC hat ja, da hat der CEO die Aktien verkauft und zwar 20 Millionen oder 10 Millionen? 10 Millionen. 10 Millionen hat der CEO an Aktien verkauft. Allerdings ist das nicht die einzige Meldung, denn der CFO, also der, man kann sagen, Finanzminister des Unternehmens, hat seinen kompletten Bestand an Aktien verkauft. Also das ist schon ein Zeichen, wo ich als Aktionär, falls ich AMC-Aktien hätte, ich wäre schon mal ein bisschen hellhörig geworden. Diesmal habe ich Formationsdata Alexa ausgeholfen. Diesen Tag, es ist der 13. Es ist Montag der 13. Ich werde an jedem Montag, dem 13., wenn ich zu dir komme, sagen, da kam der Tag, an dem ich es wusste und du nicht. Er hat es nur dem Chef zuliebe getan. Definitiv. Ich meine, wenn der CFO alles verballert, was da ist, ja, das ist nicht positiv. Und wirklich, 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 ich bedauere es zutiefst, dass wir damals, als die AMC-Aktie bei 50 Dollar war, ich weiß nicht, ob wir hier waren, ich glaube ja, dass ich euch gesagt habe, Leute, passt auf, wenn die 50 Dollar fällt, dann gibt es einen Ausverkauf. Ich habe gesagt, das erste Ziel ist dann hier im Bereich von 32,
Im späteren Verlauf, meiner Meinung nach, läuft die Aktie eher so in Richtung 15 und vielleicht sogar 10 Dollar Marke. Das war das Video mit den meisten Dislikes aller Zeiten. Und wir haben damals dann auch sehr viel Fundamentalrecherche gemacht und haben versucht zu zeigen, warum diese Nachrichten rund um AMC und das Großinstitutionelle jetzt Aktien kaufen und diverse andere Aussagen leider Fake News sind. Ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, dass wir mit diesen Aussagen nicht recht gehabt hätten. Jetzt gerade muss man sagen, die Tatsache, dass im großen Stil natürlich von den Insidern verkauft wird, ist nicht positiv. Gerade wenn der CFO alles verballert. Also, okay. Rein technisch, natürlich. Guck mal, das war das Zwischenhoch, bevor es ein Pullback gegeben hat und dann kam die nächste Welle. Und deswegen muss man sagen, 20 Dollar ist die nächste größere technische Unterstützung. Gleichzeitig Ausverkauf, Konsolidierung bärisch aufgelöst worden, Kampf um die 200-Tage-Linie leider verloren. Und deswegen, also weder fundamental noch technisch sehe ich hier gerade keinen Grund, jetzt besonders bullisch diese Aktie, was diese Aktie angeht, zu werden. Das Einzige, was man sich jetzt so zurechtdichten kann, ist, dass man sagt, okay, wir haben diese fallende Linie. Wenn man diese fallende Linie nach unten kopiert, dann wäre es, auch das ist nicht richtig, ich habe gedacht, so mit dem Auge, das würde hier vorher zum Stehen kommen, ja, auch das ist unterhalb der 20-Dollar-Marke. Also ich sehe technisch nichts, was die Aktie halten kann. Und es ist gleichzeitig so, dass die ja, fundamentalen Switch stattgefunden hat. Ich würde die Aktie auch auf aktuellem Level oder noch tiefer nicht kaufen wollen. Gut, deutlich besser, wenn wir bei spekulativen Werten sind, halten sich derzeit Bitcoin und Ethereum, auch wenn sie derzeit unter Druck geraten. Was ich ganz wichtig finde, seit einigen Tagen sage ich euch, ich würde bei Bitcoin derzeit, wenn ich keine Position hätte, nicht eine zusätzliche Position aufbauen. Also weder auf der Short-Seite noch auf der Long-Seite. Und ich wiederhole es gerne, wir haben Short-Positionen derzeit am Kryptomarkt. Und zwar unter anderem bei Luna haben wir eine Short-Position, aber auch bei XMR. Und jetzt weiß ich, was ich für Fehler gemacht habe. Seht mir das nach, bitte. Und zwar ist es so, dass bei Luna wir nach wie vor hier unsere Position auf der Short-Seite haben. Das war ja ein Trade, den wir über den Stundenchart gemacht hatten. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Ich habe euch gesagt, wenn er hier durchfällt, zurückkommt, ist das für mich ein Short-Einstieg. Und genauso wie wir bei Luna oder XMR sagen, wir bleiben weiterhin Short im Markt. Aufgrund der Tatsache, dass zum Beispiel eine Luna im Bereich von 54 eine horizontale Unterstützung hat, eine psychologische 50 hat, und wir nicht additive Positionen auf der Short-Seite aufbauen oder auch bei XMR. Genauso muss ich euch sagen, also was Bitcoin angeht, ja klar ist Bitcoin total schwach, aber ich glaube, falls Herr Paul mit seinen Aussagen den Markt eher positiv überrascht, dann werden spekulative Titel eher anziehen. Und dann würde ich darauf achten, was ist mit diesem Zwischenhoch im Bereich von 52.000 US-Dollar. Da ist auch die 20-Tage-Linie. Von dort aus hat Bitcoin das Potenzial, dann ein Pullback zu machen. Obacht! Je länger, und das ist das, was ich euch sage, je länger der Markt im Bereich der 200-Tage-Linie campt, ohne Stärke zu finden, liegen bleibt, auch hier im Bereich dieser horizontalen Marke, desto größer ist die Gefahr, dass er durchrutscht. Aber ich würde dann auch jetzt nach der FED-Entscheidung wahrscheinlich nicht in der Nähe von so starken Unterstützungen zusätzlich short gehen. Nochmals, weil vom Hoch zum Tief Bitcoin schon 40% verloren hat. In einer kleineren Zeiteinheit, das sieht immer alles so ganz toll aus. Da kann man sagen, ja, guck mal, Bitcoin hat den Ausverkauf gesehen, hat eine Bärenflagge gebildet. Nachdem er diese Bärenflagge bärisch aufgelöst hat, was macht er? Er bildet die nächste bärische Konsolidierung. Und wenn er hier noch verharrt, kann er die nächste Welle machen. Genauso könnten wir auch auf Ethereum schauen und sagen, okay, also bei Ethereum ist es so, dass wir über die Stunde, ich komme jetzt mal über die kleinere Zeiteinheit, ja, da gibt es den Ausverkauf,
gibt es den Ausverkauf und der Markt konsolidiert das zwischen 4,5 und der 4.000. So, Stundenschlusskurs unterhalb der 3.900 würde nämlich die nächste bärische Welle eröffnen, sieht man ja auch. Das hält. Aber 3.900, guckt euch das mal im Tageschart an, ist halt eine fette horizontale Unterstützungsmarke. Und deswegen, rein technisch, klar, kann man den Bruch traden. Ich wäre vorsichtig, additive Short-Positionen hier aufzubauen. Wenn, dann muss man es wirklich in einer ultra kurzfristigen Zeiteinheit machen und dann hoffen, dass er dann die Bewegung fortsetzt. Und deswegen, wenn man eine Short-Position hat, würde ich einen Stop-Loss nachziehen, würde die Position laufen lassen. Ich sehe auf aktuellem Level, weil der Markt immer wieder hinkommt und es nicht halten kann, keinen Einstieg auf der Long-Seite. Mir persönlich wäre es zu spekulativ, Short zu gehen. Ich will euch auch nochmal erklären, warum. Guck mal, angenommen, ihr verkauft jetzt diese Horizontale. Wo müsst ihr euer Stop-Loss sein? Wenn ihr euer Stop-Loss da oben hinsetzt, dann reicht es, dass er einmal hier so ein bisschen das tiefere Tief macht und dann in Richtung 20-Tage-Linie geht und euch ausstoppt, um dann die nächste Bewegung zu machen. Das heißt, wenn, dann müsstet ihr euer Stop-Loss da oben hinsetzen und dann habt ihr kein CRV. Und deswegen, es sieht dann immer so, und das ist ja das, was ich kritisiere, das sieht dann immer so bei den Moonboys so einfach aus. Wenn das durchfällt, dann geht er dahin. Ich habe es euch gesagt. Nur, was nie beachtet wird, ist, welches Risiko ich dafür eingehen muss, um genügend Wahrscheinlichkeit zu haben, um in dieses Ziel reinzukommen. Und deswegen, wenn ihr sagt, ja, ich spekuliere bei den Kryptos, aber im Grunde genommen war es so, dass ich die ganze Zeit immer gedacht habe, buy the dip und geh mal rein und wird schon werden. Und jetzt stelle ich fest, oh, man braucht doch mehr als einfach nur buy the dip. Dann seid ihr herzlich eingeladen, mit uns gemeinsam die Kryptos zu traden. Das ist das, was wir machen. Und wir zeigen euch nicht nur den Einstieg, Stop-Loss, sondern auch, wie wir den 8 ziehen, was unsere Zielzone ist. Und vor allen Dingen erklären wir die Trades, sind jeden Tag für euch da und schauen uns die über die 40 Kryptowährungen mit der höchsten Marktkapitalisierung an. Gut, MJ, jetzt habe ich noch eine Frage. Ich habe hier meinen Denkzettel. Durch. Habe ich was vergessen? Omikron? Also, habe ich auch gelesen, kann ich euch sagen, ist ja auch eine Medizinergeschichte, passt ganz gut. Aber eigentlich kann ich nochmal einen vom Leder lassen, wenn wir schon beim Omikron sind. Also, gibt unterschiedliche Studien. Es gibt eine Studie, die aus Südafrika, heute Morgen habe ich das gelesen, auf Bloomberg veröffentlicht wurde. Da hat man 20 Plasmen von zweifach Geimpften untersucht und sagt, dass die Bildung von Antikörpern extrem niedrig ist bei der Omikron-Variante und dass man nur noch 20% Schutz hat. Allerdings würde das immer noch ausreichend vor schweren Verläufen schützen. Und jetzt gerade habe ich noch gesehen, gibt es eine Studie aus Israel, wo man dreifach Geimpfte untersucht hat. Und da sagt man, dass die Dreifachimpfung eine signifikante Steigerung mit sich bringt, wenn es um Schutz gegen Omikron geht. Deswegen scheint es so zu sein, dass die Aussagen, die der BioNTech oder respektive BioNTech als Unternehmen getroffen hat, nämlich Dreifachimpfung schützt auch gegen die Omikron-Variante, scheint sich derzeit zu bestätigen. Und wenn wir dann schon am relativen Ende sind, ihr seid herzlich eingeladen, bei uns Kommentare zu schreiben. Und also alles, was nur so ein Stück unter die Gürtellinie geht, lasse ich auch total gerne stehen, weil es ja um mich geht. In dem Augenblick, indem Fakes verbreitet werden, werde ich natürlich rigide. Worüber ich mich schon gewundert habe, ist, dass es tatsächlich Zuschauer auf unserem Kanal gibt, die mir sagen, nicht nur als der Betreiber des Kanals, sondern als Arzt und Mediziner und jemand, der einen Facharzt in dem Bereich hat und viele Jahre auch aktiv war, möge ich doch bitte nicht meine Meinung zum Thema Impfen äußern. Da frage ich mich, wer sind eigentlich die Intoleranten in diesem Lande? Und das ist mir extrem wichtig, das auszusprechen, weil ich das Gefühl habe, hey, du sagst nicht das, was mir gefällt, du bist blöd.
Und das kenne ich auch, allerdings kenne ich das von meinem Vierjährigen. Und ich würde mir wünschen, dass ich mit Erwachsenen auf Faktenbasis mich unterhalte und dass ich auch bereit bin, auf andere zuzugehen und anderen zuzuhören, auch wenn ich deren Meinung nicht teile. Und das brauchen wir auf beiden Seiten und zwar viel, viel häufiger. In diesem Sinne, der musste mal sein und seht mir das nach. Lieber MJ, vielen Dank, schön, dass du mit dabei warst und danke euch auch für eure Aufmerksamkeit.